Ja, wir sind alle erfrischt, gestärkt, verwöhnt durch dieses gastliche Haus. Ich bin wieder hier. Ich hoffe, Sie haben alle Ihren Kaffee bekommen können, dass Sie jetzt wieder frisch sind. Wir haben dort aufgehört, wo es dieses Wunder in Rom gegeben hat, wo man Bilder berührt hat mit den Seitentüchern, mit den Grafiken drauf. Und Dupont war überzeugt davon, dass seine Tücher zu denen gehören, die am Abend dieses Epiphanie-Wunders berührt worden sind, also Berührungsreliquien. Vor dem Bild, was er sich selber behalten hat, also eines dieser beiden Bilder, eines hat er ja für die nächtliche Anbetung hergegeben, und vor dem Bild, das er sich selber behalten hat, das hat er in seinem Salon aufgehängt und hat er eine Öllampe angebracht. Er hat geglaubt, das ist nur für die Karwoche, von Mittwoch der Karwoche bis Ostersonntag. Aber in den nächsten Tagen haben zwei überraschende Krankenheilungen stattgefunden vor diesem Bild. Und zwar hat er sich entschlossen, die Lampe dann für ständig beizubehalten. Und im Juni dieses Jahres hat er begonnen, die Gläubigen zu salben mit dem Öl aus dieser Lampe. Ich weiß jetzt nicht genau auswendig, wo das bei der kleinen Therese steht, aber es gibt eine Briefstelle, wo sie schreibt, ich schicke Ihnen das Öl von der Lampe. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Es hat dann in den Karmelklöstern solche Abbildungen gegeben, mit einer Öllampe davor, und die Gläubigen haben dann in kleinen Fläschchen dieses Öl, das als wundertätig empfunden wurde, mitbekommen nach Hause. Dupont schreibt, er hat mit den Kranken, die ihn aufgesucht haben, vor dem Bild die Litanei vom Heiligsten Antlitz, die von der Schwester Marie de Saint-Pierre stammt und die sie auch im Heftchen Nummer 1, wie ihr seht, mitnehmen können. Er hat mit den Gläubigen diese Litanei gebetet und da sind Heilungen erfolgt. Und zwar war das ein überwältigender Sturm. Er zählt da auf: Krebs, innere Geschwüre, grauer Star, Gelenksteifheit, Taubheit und so weiter, all dies wich in großer Zahl. Seit dem 2. Dezember, so schreibt er am 3. Mai, habe ich über 8000 Fläschchen mit dem Öl hergegeben. Rechnen Sie sich aus, wie viel pro Monat. Die Menge wächst von Tag zu Tag. Es gibt Samstage, an welchen über 300 Personen kommen, an den anderen Wochentagen etwas weniger. Das war eine Privatinitiative von ihm. Also das Tolle ist, was ein Mensch, der sich einsetzt, bewirken kann. Er hat das als Privatmann aufgezogen. Bis 1860 hat seine Mutter bei ihm gelebt. Nach ihrem Tod hat er die meiste Zeit in seinem Haus im Gebet verbracht, hat Bittsteller und Kranke empfangen und hat sich seiner ausgedehnten Korrespondenz gewidmet. Er hat ungezählten Leidenden Trost gespendet und hat geistliche und oder materielle Hilfe gegeben. Unzählige Krankenheilungen fanden durch sein Gebet und durch die Salbungen mit dem Öl aus der Lampe statt. Als Leo Dupont am 18. März 1876 starb, gelang es dem Karmel, der Familie das Haus abzukaufen. Der neue Erzbischof erklärte Duponts Salon zum Oratorium und weihte dieses am 29. Juni als Sühnekapelle ein. Gleichzeitig hat er kanonisch die Bruderschaft zur Sühne für die Gotteslästerungen und die Entheiligung des Sonntags gegründet, die sich mit der Erzbruderschaft zu Saint-Dizier, die es schon vorher gegeben hat, wie wir gehört haben, verbunden hat.
Am 25. Oktober 1884 fügte der nächste Erzbischof als weiteren Zweck der Bruderschaft die besondere Verehrung des in der Passion entstellten Antlitzes Jesu hinzu. Die Bruderschaft zu Ehren des heiligen Antlitzes war somit geboren. Am 1. Oktober 1885 erhob sie Papst Leo XIII. Zur Erzbruderschaft für alle Länder der Welt. Sie verbreitete sich ungeheuer rasch und zählte beim Tod ihres ersten Direktors, Abbé Pierre Janvier, das ist, wie wir gehört haben, der Biograf von Dupont gewesen, im Jahr 1888 bereits mehr als 100.000 Mitglieder. 1888, das ist das Jahr, in dem das erste Bild in dem hellbraunen Rahmen gedruckt wurde. Oratorium des heiligen Antlitzes nannte sich auch eine neue Priestergemeinschaft, die mit der Betreuung der Gebetsstätte beauftragt wurde. Sie war noch im Todesjahr Dupont's kanonisch errichtet und ebenfalls der Leitung Abbé Pierre Janviers unterstellt worden. 1939 wurden die sterblichen Überreste Leo Duponts in sein ehemaliges Haus überführt und zu Füßen des Bildes vom heiligen Antlitz zur letzten Ruhe gebettet. 1957 wurde der Seligsprechungsprozess begonnen und am 21. März 1983 erklärte Papst Johannes Paul II., dass Leo Dupont, ein Laie, in heroischem Grade die theologischen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe Gott und den Menschen gegenüber ausgeübt hat. Ebenso die Kardinaltugenden der Klugheit, Gerechtigkeit, Zucht und Tapferkeit mit den damit verbundenen Tugenden. Heute bemüht sich die Erzbruderschaft um die Verehrung von Gottes Wort, um geistige Erneuerung, um den Dienst an den Armen, um die Förderung von Priesterberufungen durch das Gebet, um die eucharistische Anbetung sowie um ein besseres Verständnis der Theologie und Liturgie des Konzils und ganz besonders die Rolle der Laien in der Kirche. Das ist also nicht ein innerkirchlicher, hermetisch geschlossener, frommer Verein geblieben, sondern gerade die Anstrengung eines Laien hat eine derartige Breitenwirkung gehabt und das wurde auch von der Kirche anerkannt. Das Centre Spirituel de la Saint-Face in Tours, das heute dem dortigen Dominikanerkonvent angehört, also nicht mehr den Karmeliten, sondern den Dominikanern, bittet um die Meldung von Gebetserhörungen auf die Fürsprache Leo Duponts. Also wenn Sie ein Anliegen haben, er ist sicher ein guter Fürsprecher. Und auch dort, bei der genannten Adresse, kann man heute noch dieses Öl bestellen, weil das brennt immer noch von damals. Ja, also man kann dieses Öl noch bestellen. Und es ist dort eine deutschsprachige Dame, die aus der Wachau Krems kommt, die dort arbeitet. Also kann jeder dort anrufen und... Die haben auch eine tolle deutschsprachige Website. Ja, ja, das macht diese Dame. Ja, ja, danke. Kann man das Öl bestellen. Ja. So, wir sind fast schon an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Wir haben vorhin von dem ungeheuren Zulauf gehört, den die Bruderschaft durch den Beitritt des Papstes sofort in ihren Anfängen genommen hat. Am 26. April 1885 ist ein verwitweter, alleinerziehender Vater mit 5 Töchtern, Marie, Pauline, Leonie, Céline und Therese. Familiennamen habe ich noch nicht gesagt, aber alle wissen es schon, in die Erzbruderschaft eingetreten. Der frühere Uhrmacher und nunmehrige Privatier Louis Martin, der seit einigen Jahren in Lisieux lebt. Für eines der Mädchen, Therese, wird die Verehrung des heiligen Antlitzes zu einem bestimmenden Zentrum seiner Spiritualität. Therese,
die ihre Berufung in den Karmel ganz klar vernommen hat, wünscht sich schon seit ihren Kindertagen den Ordensnamen Therese vom Kinde Jesu. Bei ihrem Eintritt erhält sie als zweites Attribut und vom heiligen Antlitz. Sie heißt also Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Sie ist die erste Schwester, die diesen Beinamen erhält. Nach ihr wird auch ihre Schwester Céline im Orden Schwester Geneviève den Beinamen de la Sainte Face erhalten. Diese Beinamen im Karmel sind wie eine Art Adelsprädikat und sind gleichzeitig ein geistliches Programm für die Schwestern, die dann ihr Leben lang dieses besondere spirituelle Geheimnis meditieren. Im Lauf der Jahre wird sich Therese immer mehr in die Betrachtung des heiligen Antlitzes vertiefen. Doch diese Betrachtung erfährt eine Umwandlung. Steht zunächst der Gedanke der Sühne im Vordergrund, auch des Schmerzes und des Mitleids, so wird ihr Gebet vor dem Leidensantlitz Christi immer mehr zu einem Blick und einem Dialog der Liebe. Ich habe gesagt, des Schmerzes und des Mitleids. Sie wissen, dass Louis Martin 1889 zwei Schlaganfälle erlitten hat, nach denen sich sein Gemüt immer mehr verdunkelt hat. In seine Angst- und Wahnzustände haben sich auch Anfälle von Aggression gemischt, die seine zeitweise Internierung in einer Anstalt zur Folge hatten. Und damals hat man psychische Erkrankungen noch als Stigmatisierung erfahren. Also die Martin-Schwestern hatten im Orden viel zu leiden, weil man gesagt hat, das sind die, deren Vater nicht mehr ganz beieinander ist. Also das war ein furchtbarer Makel. Und Sie wissen, Therese hatte als Kind eine merkwürdige Vision, war das fast. Sie hat einmal in den Garten hinausgeschaut und hat ihren Vater schweigend gehen gesehen, mit einem Sack über dem Kopf gestülpt. Also man hat sein Antlitz nicht gesehen. Und das war ihr später, wie ihr Vater sich psychisch so verändert hat, wie eine Vorausbedeutung seiner psychischen Veränderung, dass sie das als Kind schon gesehen hat. Und der Gedanke der Entstellung und gleichzeitig der Verborgenheit, diese Antlitze, die schauen ja nach innen. Ja, das ist der Blick dieses Leidensantlitzes geht nach innen. Und Therese hat diese Verborgenheit an sich selber gesehen und auch an sich selber gesucht. Sie wird sich später auch so darstellen, als die Verborgene. Sie schreibt auch selber, ich möchte ganz verborgen sein. Im Karmel in Lisieux hat Therese das ihr schon bekannte Bild der römischen Veronika wiedergefunden, also eine dieser grafischen Darstellungen. Und wie in Tours hat auch vor diesem Bild eine ewige Lampe gebrannt. Häufig wurde davor die Litanei zum heiligen Antlitz gebetet und die Schwester Marie de Saint-Pierre hat diese Litanei verfasst. Therese hat von ihr eine Reliquie besessen und die hat sie als ganz große Kostbarkeit angesehen, zeitlebens. Sie sehen jetzt allmählich alles, was ich so von weit her zusammengetragen habe, jetzt schließt sich allmählich der Kreis. Unter dem Priorat von Mutter Agnes, Thereses zweitältester Schwester Pauline, wurde damit begonnen, im Karmel das Fest des heiligen Antlitzes am 6. August zu feiern. Also das ist ein Kontrast, der 6. August ist Verklärung. Und an dem Tag hat man im Karmel das Fest des heiligen Antlitzes gefeiert, also des Passionsantlitzes. Und das ist ein fast johannäischer Gedanke, wo im Moment größter Erniedrigung und größten Leidens gleichzeitig die Herrlichkeit schon durchleuchtet. Und genau das ist der Gedanke und das Bild, den Therese immer wieder betonen wird.
In diesem von der Passion entstellten Antlitz leuchtet ihr schon das geliebte Antlitz des Bräutigams durch. Für den 6. August 1896, also ein Jahr vor ihrem Tod, verfasst Therese eine Weihe an das heiligste Antlitz für sich, ihre Schwester Céline, Schwester Geneviève und Schwester Marie de la Trinité, die alle drei den Beinamen de la Saint-Face tragen. In diesem Weihegebet ist die Betrachtung des leidenden Angesichts der Sehnsucht nach der Schau von Angesicht zu Angesicht gewichen. Also wir sind jetzt auch bei den Psalmen wieder gekommen, da schließt sich auch der Ring. Statt beim Anblick des Gekreuzigten stehen zu bleiben, legt Therese Jesus einen leicht variierten Vers aus dem Hohelied in den Mund. Beim Hohelied ist es der Vers 5,2: Mach auf, meine Schwester und Freundin, meine Taube, du Makellose, mein Kopf ist voll Tau, aus meinen Locken tropft die Nacht. Also eine wunderbare Zeile aus einem Liebesdialog, den formt Therese um. Weihe an das heilige Antlitz. O anbetungswürdiges Antlitz Jesu, da du geruhtest, gerade unsere Seelen zu erwählen, um dich ihnen zu schenken, kommen wir, sie dir zu weihen. Wir vermeinen zu hören, wie du, o Jesus, zu uns sprichst. Tut mir auf, meine Schwestern, meine vielgeliebten Bräute, denn mein Antlitz ist bedeckt mit Tau und meine Haare vom Sprühtau der Nacht. Unsere Seelen verstehen deine Sprache der Liebe. Wir wollen dein sanftes Antlitz trocknen und dich trösten, wenn die Bösen dich vergessen. Ihren Augen bist du noch wie verhüllt. Du bist verachtet, sie schätzen dich nicht. O Antlitz schöner als die Lilien und Rosen des Frühlings, unseren Augen bist du nicht verborgen. Die Tränen, die deinen kostbaren Blick verschleiern, scheinen uns kostbare Diamanten, die wir sammeln wollen, um mit ihrem unendlichen Wert die Seelen unserer Brüder zu erkaufen. Aus deinem verehrungswürdigen Mund haben wir die Liebesklage vernommen. Wir haben begriffen, der Durst, der dich verzehrt, ist ein Durst nach Liebe, und um ihn zu stillen, möchten wir unendliche Liebe besitzen. Sie sehen, jetzt ist die Sehnsucht des Menschen nach Gott auch die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen. Das trifft sich in einem Dialog der Liebe. Vielgeliebter Bräutigam unserer Seelen, hätten wir die Liebe aller Herzen, so wäre all diese Liebe für dich. Wohlan, schenke uns diese Liebe und komm, deinen Durst zu stillen in deinen kleinen Bräuten. Seelen, Herr, wir brauchen Seelen, vor allem Apostel- und Märtyrerseelen, damit wir durch sie die Menge der armen Sünder mit deiner Liebe entflammern. O anbetungswürdiges Antlitz, wir können diese Gnade von dir erlangen. Unsere Verbannung an den Flüssen Babylons vergessend, singen wir deinen Ohren die süßesten Melodien. Und wir singen unsere Lieder nicht auf fremder Erde, weil du die wahre, die einzige Heimat unserer Seelen bist. O geliebtes Antlitz Jesu, in Erwartung des Tages der Ewigkeit, an dem wir deine unendliche Glorie schauen werden, ist unser einziger Wunsch, deine göttlichen Augen zu erfreuen, indem auch wir unser Gesicht verbergen, dass hienieden niemand uns kenne. Dein verschleierter Blick ist unser Himmel, o Jesus. In Thereses schriftlichen Werken
ihrer Autobiografie in Briefen, Gedichten und Gebeten nimmt sie nicht weniger als 111 Mal auf das heilige Antlitz Bezug. Auch in ihren Malereien und Zeichnungen, auf Glückwunschkarten und Briefen findet sich immer wieder das Bild des heiligen Antlitzes. Sie bemalt ein Messgewand, das aus dem Stoff eines Kleides ihrer verstorbenen Mutter stammt. Sie stellt das Elternpaar Martin als Rosenstrauch mit zwei weißen Rosen dar. Aus dem Rosenstrauch wachsen weiße Lilien empor. Die Knospen sind die früh verstorbenen Geschwister, die geöffneten Lilien sind die fünf erwachsenen Töchter. Am Kreuzungspunkt der beiden Kreuzbalken ist das Antlitz Jesu nach dieser Darstellung gemalt. Und hinter diesem Antlitz verbirgt sich eine Lilie, die sieht man nur halb. Und das ist Therese selber. Das ist ihr Selbstporträt. Also sie will hinter dem Leidensantlitz Jesu ganz verschwinden. Vom Bild der römischen Veronika sind damals nicht nur die großen Andachtsbilder hergestellt worden, sondern auch Ausschneide- oder Abreißbögen. Ich habe Ihnen einen hier kopiert, auf dem das Antlitz Christi briefmarkengroß dargestellt war. Man konnte das als Verschlussmarken verwenden. Therese hat damit Heiligenbildchen hergestellt. Sie kennen alle diese entzückenden Briefe, die sie zu irgendwelchen Festen im Orden geschrieben hat und hat als Briefmarke dann das Antlitz Christi draufgeklebt. Wenige Monate vor ihrem Tod malt sie ihr Wappen. Das ist das Jesuskind in der Krippe und zweigeteilt ist dieses Wappen. Auf der anderen Seite das Leidensantlitz, wie es auf dem Bild der heiligen Veronika zu sehen ist. Bethlehem und Golgatha vereint beide Male der Sohn Gottes in der Ohnmacht. Die Ohnmacht des neugeborenen Kindes und die Ohnmacht des Gekreuzigten. Das ist die Verletzbarkeit und Ohnmacht Gottes, der sich uns ausgesetzt hat. Auf einer ihrer letzten Fotografien, Sie kennen sie alle, sie liegt auch hier zum Anschauen, hält Therese ihr Gebetbuch und hat eingelegt zwei Bildchen, das Jesuskind und das Leidensantlitz Christi. Das ist ihr Name, de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Sie dokumentiert noch einmal ihren Namen mit dieser Aufnahme. Im Jahr nach Thereses Tod malt Schwester Genevieve Céline, die sehr malerisch begabt war, ein Bild nach dem Grabtuch von Turin. In diesem Buch, was ich mitgebracht habe, in der Geschichte einer Seele, das stammt aus dem Jahr 1914. Also das ist noch lange vor der Selig-, geschweige denn Heiligsprechung Thereses. Und da ist dieses Bild von Céline abgebildet und das ist eine kleine, vielleicht auch nicht bewusste Schwindelei, fromme Schwindelei. Da steht, auf Wunsch Thereses habe Céline dieses Bild nach dem Grabtuch von Turin gemalt. Das kann nicht stimmen, weil die Fotografien des Grabtuch von Turin sind erst 1898 gemacht worden, also im Jahr nach Thereses Tod. Und vorher sah man nur das Bild von Turin so, ich meine, hat es auch niemand gesehen, weil es ja unter Verschluss war. Und im Jahr 1898 hat ein Fotograf, Secondo Pia, ein Hobbyfotograf, den Auftrag bekommen, die Bilder abzulichten, bevor das Tuch wieder verschlossen wird. Und dem ist vor Schreck fast die Glasplatte, Sie wissen, früher waren das die großen Apparate und große Glasplatten, dem ist das fast ins Entwicklerbad wieder hineingefallen, weil er hebt die Glasplatte raus und steht auf einmal vor einem Antlitz, was ein leibhaftiges Menschenantlitz. Und Sie wissen alle, dass sich beim Turiner Grabtuch die Werte umkehren. Das, was man sieht, dieser ganz zarte, schemenhafte
ich will nicht sagen Abdruck, weil die Entstehung ist ja noch immer nicht geklärt. Das ist das Positiv, aber in Wirklichkeit vom Fotografischen her ist es ein Negativ. Und wenn man das fotografiert, dann ist das Foto negativ das positive Bild. Also das sind genau die Werte umgekehrt. Die Blutflecken, die sind weiß, so wie etwas Dunkles auf einem Foto negativ dann hell wird. Aber die anderen Werte sind umgekehrt. Sie sehen, das ist wie ein Bild Gottes für unsere technische Zeit, dass man dieses Bild erst richtig sehen kann, wenn man es im Foto sieht. Negativ, ja. Und Thereses Schwester war so beeindruckt von diesen frühen Aufnahmen 1898, dass sie danach ein Bild gemalt hat. Das ist das in dem Buch. Und das hat dann später bei einer Ausstellung christlicher Kunst ins Herzogenbosch einen Preis gemacht. 1909 den großen Preis der internationalen Ausstellung ins Herzogenbosch in den Niederlanden. Und in ihrem Gemälde des heiligen Antlitzes kommen jetzt zwei Traditionslinien sozusagen zusammen. Das heilige Antlitz mit den geschlossenen Augen in der Passion, das im Karmel immer schon bekannt und verehrt war, wie wir es auf den grafischen Bildern haben. Und gleichzeitig die neue Erkenntnis aus dem Turiner Grabtuch. Sie hat das sozusagen überlagert und künstlerisch dargestellt. Das ist dieses Bild. Diese neue Frömmigkeitsform, die durch den Karmel belebt wurde, hat eine ungeheure Ausstrahlung gehabt und es haben sich auch Orden und Gläubige angeschlossen, die nicht dem Karmel angehört haben. Schwester Maria Pierina de Micheli, auch darüber haben sie Literatur auf Tisch Nummer 2, ja, die hat ebenfalls das römische Andachtsbild verknüpft mit der Fotografie des Grabtuchs von Turin. Sie wurde am 30. Mai 2010 in Rom heilig gesprochen. Das war eines der Jahre, wo das Grabtuch wieder ausgestellt war. Schwester Maria Pierina ist am 11. September 1890 in Mailand geboren worden, wurde auf den Namen Giuseppina getauft, hat 1914 ihre Gelübde in der Gemeinschaft der Töchter der unbefleckten Empfängnis abgelegt. Die hatten ihr Mutterhaus in Buenos Aires in Argentinien und man hat sie für die Jahre 1919 bis 1921 dorthin geschickt. Nach ihrer Rückkehr nach Mailand hat man sie zur Oberin gewählt. Sie führte in ihrem Haus die Verehrung des heiligen Antlitzes ein, von der sie schon immer sehr berührt war. Am ersten Freitag der Fastenzeit 1936 hatte sie eine Vision, in der ihr Christus erschien und zu ihr gesagt hat, ich will, dass mein Antlitz, dass die inneren Schmerzen meines Geistes, die Leiden und die Liebe meines Herzens widerspiegelt, mehr verehrt wird. Wer mich betrachtet, tröstet mich. Nach weiteren Visionen hat sie die Herstellung einer Medaille erbeten mit dem heiligen Antlitz, ein eigenes Fest des heiligen Antlitzes und die Abhaltung einer vorausgehenden Novene. Schwester Maria Pierina hat die Erlaubnis erhalten, für die Medaille die Fotografie des Turiner Grabtuches, mit der man damals noch recht sparsam war, zu verwenden. 1940 hat die bischöfliche Kurie in Mailand diese Medaille approbiert. Sie trägt auf der Vorderseite das Abbild des Antlitzes, wie wir es vom Turiner Grabtuch kennen, und die Inschrift Illumina Domine Vultum Tuum Super Nos. Lass leuchten, o Herr, über uns dein Antlitz. Und auf der Rückseite in einem Strahlenkranz die Inschrift IHS und Mane Nobiscum Domine, bleibe bei uns, Herr. Diese Medaille ist noch heute in Gebrauch, ich habe Ihnen auch eine mitgebracht.
Schwester Maria Pierina starb am 26. Juli 1945 in Centonara in Italien und ihre sterblichen Überreste ruhen im Istituto Spirito Santo in Rom. Papst Pius XII. Hat später, sie hat das nicht mehr erlebt, 1958, so wie sie es erbeten hatte, das Fest des heiligen Antlitzes für den Dienstag vor Aschermittwoch, sprich den Faschingsdienstag, festgesetzt. Vielleicht in der Annahme, dass an diesem Tag Blasphemien geschehen zur Sühne, als Gegengewicht zu einer überdrehten Lustigkeit. Lustigkeit ist legitim, Fasching ist auch legitim, aber der Papst wird sich was dabei gedacht haben, dass er genau an dem Tag dann das Fest ansetzt. In Zusammenhang mit der Verehrung des heiligen Antlitzes im 20. Jahrhundert ist auch der heilige Gaetano Catanoso zu nennen. 1879 bis 1963, also Sie sehen, wir kommen jetzt schon sehr an unsere Zeit heran. Er hat zur Unterstützung seines Einsatzes für die Ärmsten der Armen, für deren Erziehung und Bildung, 1934 die Gemeinschaft der Veronika-Schwestern vom Heiligen Antlitz, sowie schon 1920 die Bruderschaft vom Heiligen Antlitz gegründet. Er wurde am 4. Mai 1997 auch von Papst Johannes Paul II. Selig und am 23. Oktober 2005 von Papst Benedikt XVI. Heilig gesprochen. Zu erwähnen ist schließlich auch noch Schwester Maria Pia Mastena, 1881 bis 1951, die die Schwestern vom Heiligsten Antlitz gegründet hat, in Treviso, und sie wurde 2005 selig gesprochen. 1997 wurde in Rom das Internationale Institut für die Erforschung des Antlitzes Christi gegründet. Und nun schlagen wir den Bogen wieder zurück zum Karmel. Am 12. Dezember 1937 schreibt Edith Stein die heilige Schwester Theresia Benedicta Acruze aus dem Karmel Köln-Lindenthal an Schwester Petra Brüning, damals Oberin des Ursulinerklosters in Dorsten. Im letzten Brief schickten sie mir das schöne Bild des Turiner heiligen Antlitzes. Ich nahm es als ein Geschenk des Herrn und dachte, es sei eines seiner Gnadenmittel, um mich auf die heilige Profess vorzubereiten. So stellte ich es auf das Zellentischchen, um es oft zu betrachten. Nun habe ich etwas darüber aufgeschrieben und schicke es Ihnen als Dank. Bei dem hier erwähnten Aufgeschriebenen handelt es sich mit größter Sicherheit um die Meditation »Das heilige Antlitz«, die Edith Stein am 5. Dezember 1937 verfasst hat. Mit ihr reiht sich auch Edith Stein in die lange Tradition der Verehrung des heiligen Antlitzes ein. In Edith Steins Meditation heißt es: Doch nimmer schweigt im Herzen derer, die dich lieben, die Sehnsucht, leibhaft dich zu schauen, den schönsten unter allen Menschenkindern, in deiner menschlichen Gestalt. Da jedoch kein Künstler uns ihn selbst, das heißt sein wahres Bildnis geben könne, habe Jesus in diesen letzten Zeiten, da Glaube, Hoffnung, Schwand und Liebe, selbst sein heiliges Antlitz enthüllt, das uns trotz dieser Enthüllung sein Leiden nur wie hinter einem Schleier schauen lässt. Also Edith Stein greift hier auch den Gedanken auf, den Therese immer wieder niedergeschrieben hat. Und gleichzeitig verbergen sich hinter diesem Schleier auch alle jenen, die mit Jesus sein Leiden teilen wollen. Mit der Enthüllung des Antlitzes Christi in den letzten Zeiten
spielt Edith Stein möglicherweise auf die zu diesem Zeitpunkt erst 39 Jahre zurückliegende erstmalige Fotografie des Turiner Grabtuchs durch Secondo Pia an, die das Tuch, bisher eine fromm verehrte Reliquie, plötzlich zum Gegenstand wissenschaftlicher Erforschung machte. Es hat bis jetzt jeder der Päpste zum Grabtuch von Turin gesagt, es ist ein Gegenstand der Wissenschaft. Die Kirche macht nicht den Glauben oder Unglauben eines Menschen daran fest, es als echt oder als Gemälde oder wie auch immer anzusehen. Sie sagt, das ist ein Gegenstand der Wissenschaft. Im Ersten Vatikanum steht, dass Gott uns zwei Lichter gegeben hat, das Licht der Vernunft und das Licht des Glaubens. Und vor beiden Lichtern müssen wir Rechenschaft ablegen. Am Grabtuch von Turin forschen Atheisten, Juden, Christen verschiedenster Konfessionen. Sie kennen alle auch, die sich damit beschäftigen. Mechthild Fluri-Lemberg ist Calvinistin. Es sind Orthodoxe dabei. Es ist eine ganz große Zahl internationaler Wissenschaftler der verschiedensten Weltanschauungen. Das Grabtuch, hat Kardinal Schönborn einmal gesagt, ist wie ein Köder Gottes. Man kommt nicht mehr davon los. Wenn man sich einmal näher damit beschäftigt hat, es lässt einen einfach nicht mehr los. Es reizt die Wissenschaftler, es fasziniert die Gläubigen. Es ist der objektiv gesprochen wissenschaftlich am meisten untersuchte Einzelgegenstand. Ja, es ist Experten der NASA haben dran geforscht. Es gibt Pollenanalysen, es gibt das ist noch gar nicht so lange her, hat man auf den Abdruck oder auf dem Bildnis an den Knien die Schürfwunden beachtet und man hat in ihnen Mineralien gefunden und das ist ein Mineral, das nur in der Gegend von Jerusalem vorkommt. Also es sind ganz viele knallharte, kann man sagen, wissenschaftliche Ergebnisse und dagegen steht die Radiokarbonuntersuchung, die aber jetzt auch von den Wissenschaftlern, die sie seinerzeit sehr propagiert haben, angezweifelt wird, weil es gibt Abbildungen, das Grabtuch wurde jahrhundertelang immer wieder ausgestellt und nicht so geschützt, wie es heute ist, unter Panzerglas, sondern da standen 8 Bischöfe und jeder hat mit bloßen Händen so das Grabtuch gehalten. Eine ganze Reihe Bischöfe, gibt es Abbildungen davon. Und durch die Berührung mit Schweiß, mit Feuchtigkeit, dann haben viele Gläubige das Grabtuch geküsst. Kerzenruß ist drauf. Es hat zweimal gebrannt. Es war im Wasser. Also man nennt das kontaminiert. Durch diese Verschmutzung sind dann auch die chemischen Analysen verfälscht oder verändert. Also es ist wissenschaftlich ausgedrückt die Radiokarbonmethode keine geeignete Methode für diesen Gegenstand. Man muss sich mit anderen Methoden behelfen. Und alle anderen Methoden, das Erstaunliche ist, man ist so diskret, dass man nicht sagt, das ist Jesus, sondern man spricht vom Mann des Grabtuchs. Und das heißt, das ist ein Tuch aus der Antike, wo die Pollenanalysen stimmen auf den Raum östliches Mittelmeer. Man kann die Blutgruppe analysieren, A, B. Es sind die Mineralien drauf, es sind die medizinischen Erkenntnisse, widersprechen 1700 Jahren bildlicher Darstellung.
Alle bildlichen Darstellungen haben die Nagelwunden hier in der Handfläche. Würde man einen erwachsenen Menschen so annageln, dann wäre in Sekundenschnelle die Hand durchgerissen. Die einzige Stelle, die das Gewicht des Körpers aushält, ist hier. Deswegen hat das Turiner Grab durch die Nagelwunden hier. Das ist aber auf keiner Abbildung vorher. Wie hätte ein Mensch des Mittelalters das wissen können? Ja. Und man hat, das ist erst seit wenigen Jahrzehnten so in unser Blickfeld getreten, es gibt in Spanien, in Oviedo, das sogenannte Bluttuch von Oviedo. Das ist vermutlich das Tuch, das man dem vom Kreuz abgenommenen Leichnam Jesu um den Kopf gewickelt hat, damit das Blut nicht austritt, weil bei den frommen Juden musste ja das Blut mitbestattet werden. Blut ist der Sitz des Lebens, Blut gehört allein Gott. Und deswegen hat man das Antlitz verhüllt, zugeknotet und ihn so transportiert, die wenigen Meter bis zum Grab. Und so ein Tuch gibt es in Oviedo, wo die Blutflecken identisch sind mit dem Grabtuch von Turin. Also ich könnte Ihnen einen ganzen Tag über das Grabtuch von Turin reden. Ja. Jedenfalls, Edith Stein war sichtlich beeindruckt von diesem Bild, das sie bekommen hat. Und zwar natürlich das, was hier schwarz-weiß ist. So von den ersten Aufnahmen von Secondo Pia. Und zu ihrer Zeit, also durch die Fotoaufnahmen, ist aus der Reliquie, die man bisher nur als Reliquie verehrt hat, ist sie plötzlich in das Licht der Öffentlichkeit getreten und in das Licht des 20. Jahrhunderts. Und ist zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden. Aber worauf Edith Stein in ihrer Meditation auch anspielt, ist die wachsende Bedrohung durch den Nationalsozialismus. Das kann auch mit dieser Anspielung auf die letzten Zeiten. Sie schreibt, und nun in diesen letzten Zeiten. Das ist entweder die noch nicht so lange zurückliegende, beginnende Erforschung des Grabtuchs, oder auch der Horizont, der sich verdunkelt hat, politisch. Diese Aufnahme des Grabtuchs von Turin vereint größtes menschliches Leiden und göttliche Erhabenheit, die Ohnmacht des Todes und den Frieden der Sabbatruhe, den Frieden des Es ist vollbracht. Es ist ein Bild des Kasamstags, der, wie Josef Ratzinger formuliert, jetzt komme ich zu dem Zitat, das Sie vorhin erwähnt haben, dass es ist vollbracht bedeutet, dass Christus das Tor der Einsamkeit durchschritten hat, dass er abgestiegen ist in den unerreichbaren, unübersteigbaren Grund unseres Verlassenseins. Es bedeutet, dass auch in dieser letzten Nacht, in die kein Wort mehr dringt, in der wir alle wie weinende, ausgestoßene Kinder sind, eine Stimme ist, die uns ruft, eine Hand, die uns nimmt und führt. Die unübersteigliche Einsamkeit des Menschen ist überstiegen, seitdem er in ihr war. Die Hölle ist überwunden, seitdem die Liebe auch in die Region des Todes eingetreten ist. Und das Niemandsland der Einsamkeit bewohnt wird von ihm. Der Mensch lebt im Tiefsten nicht vom Brot, sondern im Eigentlichen seines Menschseins lebt er davon, dass er geliebt wird und selber lieben darf. Seitdem es die Anwesenheit der Liebe im Raum des Todes gibt, gibt es Leben mitten im Tod. Und nun die Meditation von Edith Stein. Das heilige Antlitz
der du die Deinen liebtest, wie nie ein Mensch geliebt auf dieser Erde. Du hast an deines Erdenlebens Grenze die tröstliche Verheißung uns gegeben. Du wolltest bei uns sein bis an der Zeitenende. Durch alle Zeiten und an allen Orten strömt aus deinem Zelt Trost, Licht und Kraft hernieder in die Seelen, die sich in deine Nähe flüchten. Sie schauen liebend auf zur kleinen Hostie, der Reinheit und des Friedens stilles Bild. Doch nimmer schweigt im Herzen derer, die dich lieben, die Sehnsucht, leibhaft dich zu schauen, den Schönsten unter allen Menschenkindern, in deiner menschlichen Gestalt. Der Künstlergeist in nimmermüdem Ringen gestaltet Bild auf Bild, das Gotteskind auf seiner Mutter Armen, den Knaben in dem Kreis der Schriftgelehrten, den Meister, der in seiner Jüngermitte lehrt, den Schmerzensmann in seiner Todesqual. Doch keines Menschen Werk gibt uns dich selbst. Es kamen Zeiten, da die Macht der Finsternis den Glauben aus dem Herzen riss, der Hoffnung Stern erbleichen machte, der Liebe Glut erkalten. Immer kleiner wird die Schar der Treuen und deine Wohnungen veröden. Und nun, in diesen letzten Zeiten, da Glaube, Hoffnung schwand und Liebe, enthülltest du dein heilges Antlitz, das Antlitz dessen, der am Kreuz gelitten und der im Todesschlaf die Augen schloss. Wie hinter einem Schleier schauen wir das Leiden in diesen heiligen, erhabenen Zügen. So groß, so über alles Menschenmaß ist dieses Leiden, dass wir es nicht fassen und durchdringen können. Doch du littest still, und eine Kraft war in dir, die das Übermaß des Leidens bändigte. Du warst sein Herr, als du dich ihm ergabst. Ein unergründlicher, tiefer Friede strömt aus diesen Zügen und spricht: Es ist vollbracht. Wen du auf ewig dir verbindest, dem wirfst du den geheimnisvollen Schleier über. Er leidet dein Leiden mit und leidet wie du, verborgen, still und tief im Frieden. Soweit Edith Stein. Bei unserer Tour d'Horizon sind wir nun schon ausgehend vom 19. Jahrhundert in die Gegenwart gelangt und haben verschiedene Betrachtungsweisen des heiligen Antlitzes kennengelernt. Jede dieser Beschäftigungen mit dem heiligen Antlitz spricht implizit oder explizit, direkt oder unausgesprochen, von jener Bitte, die schon in dem Thomas von Aquin zugeschriebenen Hymnus Adoro te devote als letzte Strophe formuliert ist. Jesu quem velatum nunc aspicio, quando fiet illet illud quod tam sitio, ut te revelata cernens facie, visus in beatus tue glorie. Jesus, den ich nun verhüllt erblicke, wann wird geschehen, wonach ich so dürste, dass ich, wenn ich dich mit unverhülltem Antlitz erblicke, durch die Schau deiner Herrlichkeit selig werde. Danke. Also wir Ja.
Thema, wo es einen fast die Rede verschlagt, muss ich sagen. Aber wir haben es doch geschafft. Haben Sie Fragen, soweit ich sie beantworten kann? Wenn ich sie nicht beantworten kann, kann ich nachschauen und kann Ihnen was mailen oder schicken. Ich wollte nur fragen, ich habe auch nicht alles gehört, aber über Malopello haben Sie heute Vormittag etwas gesagt? Ich habe historisch auf die Frage der Echtheit möchte ich nicht eingehen, weil Malopello ist nicht so erforscht wie das Turiner Grabtum. Es ist durchleuchtet, aber die Kapuziner erlauben nicht, dass der Rahmen geöffnet wird. Es gibt eine alte Legende, wenn man das tut, dann würde dem Ort Unheil geschehen. Oder ich möchte darauf nicht näher eingehen. Dieses Tuch wurde auch mit Fischöl an diese Glasscheibe geklebt, damit es länger halten soll, und wenn man es aufmacht, wird es kaputt. Wird's kaputt. Ja. 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 Ja, meines Wissens hat man versucht, ganz am Anfang wollte man einen neuen Rahmen geben und dann war das Bild weg und da sind sie zu Tode erschrocken und so steht es in den Es gibt hier. Natürlich viele Legenden, ja. Man muss schon etwas nüchtern auch bleiben, weil es ist so, bei einem gewissen Lichteinfall sieht man nichts und das wird damals gemeint gewesen sein. Also, man muss sehr vernünftig bleiben. Und seit wann gibt es das Tuch von Malopello? Also, 1640 schreibt jemand, dass es 1506 das erste Mal aufgetreten ist. Also, ich argumentiere jetzt als Historikerin. Es ist 21 Jahre vor dem sogenannten Sacco di Roma, schreibt man, ist es schon in Malopello. Es kann sich also nicht um dieses Gestohlene aus dem Petersdom handelt, wo man gesagt hat, es sei gestohlen worden durch die Landsknechte. Aber ich möchte mich da, es ist nicht untersucht. Ich halte das Turiner Grabtuch für 300% für echt. Und da stehe ich wirklich auch historisch, wissenschaftlich dahinter. Ich kenne auch viele der Leute, die mit dem Tuch selber gearbeitet haben. Wir haben ja diese wunderbare Reise mit Ihnen gemacht, die mir unvergesslich bleiben wird in Turin. Und das war so fantastisch, wir sind doch zweimal zum Tuch hin. Und konnten einmal stundenlang davor sitzen, ganz nah. Ja. Durch ein Unglück, da ist jemand mit dem Auto hängen geblieben auf der Landstraße. Ja. Und wir durften dann, Don Giberti hat uns einfach dann, ja, also wie ich dazu gekommen bin, wenn Sie es noch interessiert, vor dem letzten Café, vor dem Abschiedscafé, ich war 20 Jahre kirchenfern, also ich oute mich jetzt. Ich bin aus einer nicht sehr praktizierenden Familie gekommen. Kindergebete, Kreuzerl auf die Stirn, so, das hat es schon gegeben. Ich wurde in eine Privatschule gegeben, weil es dort Halbinternat gegeben hat und weil ich manchmal, wenn meine Mutter verhindert war, konnte ich dann am Nachmittag dort bleiben. Ich war ein sehr frommes Kind, wahrscheinlich auch unter dem Einfluss der Schule, bis 14. Und mit dem Pubertätsknick habe ich alles vom Tisch gekippt, 20 Jahre lang. Und habe dann eine sehr heftige Umkehr erlebt. Und in der Phase dieser Umkehr habe ich zufällig einen Vortrag, hat mich eine Freundin mitgenommen. Und das hat sehr unverfänglich geklungen. Das war nämlich an der Technik. Und das war der Professor Bulst, der Grabtuchforscher, der Bekannte. Und der hat einen so seriösen und so untermauerten Vortrag gehalten mit Lichtbildern und Pollenanalysen und so, dass ich mir gedacht habe, aha, das interessiert mich. Und ich habe begonnen, einfach Dinge zu sammeln darüber, jahrzehntelang. Und im Jahr 2000 hat Kardinal Schönborn, in dessen Sekretariat ich ehrenamtlich mitgearbeitet habe und noch immer ein bisschen mache,
seine Belegschaft mitgenommen zu einem Besuch in Turin. Und ich war natürlich einfach theoretisch getoppt vorher, gewusst, worum es geht. Und wir haben leise gesprochen, wir haben gewusst, wir sind schon irgendwie im Raum der Basilika, aber das war so mit so Kulissengassen wie in einem Theater. Wir konnten noch gar nicht sagen, wo bin ich jetzt? Bin ich schon drinnen oder bin ich noch vor der Kirche? Es war anders, als wir es erlebt haben, aber auch so inszeniert. Und auf einmal stehe ich 2 Meter vor dem Grabtuch und ich habe in meinem Kopf nur mehr einen Satz gehabt: Es ist alles wahr. Dieses Tuch hat eine unglaubliche selber sprechende Wirkung. Ich sage das jetzt alles ganz ungeschützt. Es wird einem die Inkarnation so bewusst. Dieser ungeschützt unseren Blicken dargebotene, geschundene Körper. Sie sehen jede Geißelspur. Man kann aufgrund der Richtung der Geißelverwundungen, das sind ja lauter kleine Hämatome, und die römische Geißel war ein Griff und dran war ein Ledergurt oder Metallkette und dann hat man entweder spitze Knochen dran gebunden oder im Falle Jesu dürften es so wie Hanteln, also zwei Kugeln aneinander. Ja? Das heißt, jeder Aufschlag, wenn da mehrere solche Riemen dran waren, hat mehrere Wunden verursacht. Und man weiß jetzt genau, es waren 2 Geißelknechte, einer von links, einer von rechts. Und die haben so wie beim Dreschen früher abwechselnd so geschlagen. Man sieht die Richtung der Schläge. Also es sind medizinische Erkenntnisse. Man ist schockiert von der Grausamkeit dieser Foltermethode. Und gleichzeitig diese unglaubliche Ruhe, die sich überträgt. Und man wird überschwemmt von Mitleid, wenn man sieht, die Herzwunde mit dem Blutaustritt, die Wunden an den Handgelenken. Das Tuch spricht selber. Ich kann 100-mal alles wissenschaftlich vorher mir angeeignet haben und wenn ich davor stehe, verschlägt es mir den Atem. Und wann auch immer Sie Gelegenheit haben, die nächste Ausstellung ist spätestens 2025, wir hoffen etwas früher. Dem Papst ist auch 2015 eingefallen, dass er eine Ausstellung macht und 2013 war eine für Behinderte und Kranke und ihr Pflegepersonal, die wurde im Fernsehen übertragen mit einer Meditation des Papstes. Ja, und nach diesem Besuch im Jahr 2000, wir hatten dann eine Messe vor dem Grabtuch auch, dann habe ich mir gedacht, das muss ich nach Wien bringen. Und ich habe mir ein Herz gefasst und habe die Verantwortlichen angesprochen, ob sie sich vorstellen könnten, einen kleinen Kongress in Wien zu machen. Hat auch geklappt im Jahr 2002. Ich bin dann 2000 noch ein zweites Mal runtergefahren mit 3 Freundinnen. Ich habe gesagt, das müsst ihr gesehen haben. 2002 haben wir einen Kongress gemacht und 2003 nach dieser Restaurierung, wo dann die Brandspuren entfernt wurden, die Flicken abgelöst und der Kohlenstaub und die Asche weg. Da haben wir dann noch einen Studientag in Wien gemacht. Und ich habe das unglaubliche Glück gehabt, dass ich mir ein Herz gefasst habe, die Verantwortlichen angeredet und die sind wirklich nach Wien gekommen. Zweimal. Toll. Ja. Und mit denen haben wir jetzt eben noch Kontakt und die haben wir auch 2015 Don Ghiberti, Don Giuseppe Ghiberti, der jetzt sehr betagt schon ist. Er ist nicht mehr der Kustos, aber er ist der Ehrenpräsident
dieser Forschungsstelle, die in Turin ihren Sitz hat. Und da ist vor der Abfahrt noch, ist noch extra mit Zucker gekommen und so. Nein, und es hat dann auch die Uni, die Universität hat sich dann auch ein Herz gefasst und hat den Theologiestudenten einen Studientag mit der Frau Professor Schlosser veranstaltet hier. Und das war in der ehemaligen Kapelle im alten AKH. Ja. Haben Sie das Tuch von Maria Brüller selber mal gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen, kenne ich nur Bilder. Ich möchte niemanden kränken, ich persönlich halte es für ein Gemälde. Sie haben auch sehr viele Forscher bei diesem. In diesem ganz dicken Buch sind die Forschungsergebnisse drinnen, derer, die sich mit Muschelseide beschäftigen und so weiter. Es ist sicher ein ehrwürdiges, faszinierendes Bild. Wenn ich sage, es kann auch, ich traue das Gott zu, dass er ein Bild entstehen lässt. Ja? So wie zum Beispiel Guadeloupe. Aber es ist nicht gleichzusetzen mit Turin, es ist was anderes. Turin ist der Abdruck eines leidenden Körpers. Es wird immer argumentiert, das sei dann auch deckungsgleich. Das Turiner Antlitz ist mit jedem halbwegs proportionierten Menschenantlitz deckungsgleich. Warum? Weil es keine Konturen hat. Hat keine Konturen. Die Dame war zuerst und dann sofort Sie. Bitte. Ja, ich wollte nur sagen, es ist so signifikant, dass für unsere Zeit, wo wir in der Technik so weit sind, diese Geheimnisse gelüftet werden können. Ja. Ja. Und ich sehe da einen Zusammenhang mit dem, es ist, die Zeit ist reif sozusagen. Ja, wir sind am Scheitelpunkt angelangt. Die Frage ist, was wir daraus machen. Ja. Aber das war, wie das mit dem Wunder in wo war das, Lourdes, oder? Wo der Kardinal Schönborn war? Ja, in Lourdes. Dass man einfach sagt, interessantes Phänomen. Ja. Ja, aber ob einem das Herz umdreht und man sagt, zu dem, was Sie sagen, plötzlich zu dieser inneren Erleuchtung, das ist alles wahr. Und dann meint man eigentlich die ganze Heilsgeschichte, wie sie in der Bibel aufgeschrieben ist, ja, das ist alles wahr. Also dass man da plötzlich, das ist nicht automatisch mitgekommen. Es war in meinem Kopf so, als hätte jemand von der Festplatte alles gelöscht und es war nur mehr der Satz, es ist alles wahr. Ja? Ich war auf das nicht vorbereitet. Bischof Bruno Forti bezeichnet das Bild als den Augenblick der Auferstehung. Also überhaupt nicht das Veronika-Bild. Was sich inzwischen geklärt hat, was am Anfang ja angenommen wurde, sondern als den Augenblick der Auferstehung, der Verklärung. So sagt Bischof Bruno Forti. Und ich kann nur dazu sagen, wer schon im Manopello war und wirklich öfter war, denn gleich, wenn man nur eine Stunde oder so oft bleibt, wie es bei manchen Busreisen ist, kann man das gar nicht feststellen. Es gibt ober der Kirche einen Raum, der ist locker zweimal so groß wie der und ist ganz voll mit Votivgaben, ja, von Heilungen. Es gibt noch immer, es gab tausende von Heilungen in Manopello in der Verehrung dieses Bildes und gibt es noch immer. Tausende und Abertausende. Für mich ist das Bild ein absolut verehrungswürdiges Wallfahrtsbild. Es hat die Kirche, ebenso wie Turin, muss man sagen, das Bild immer als Ikone bezeichnet. Ja? Auch Papst Benedikt, der vor kurzem davor gebetet hat, in den letzten Jahren seiner Amtszeit, hat es als Ikone bezeichnet. Sagt auch zum Grabtuch von Turin, Ikone. Ikone ist ein sehr dehnbarer Begriff, das heißt, hier hat die Wissenschaft das Wort. Ich verehre es, ich respektiere dieses Bild. Mein Verstand sagt mir,
Es ist mindestens überarbeitet, grafisch, die Linien des Mundes. Ich möchte wirklich, das wären alles Hypothesen, das ist noch nicht untersucht. Es gibt, ich habe jetzt leider die Unterlagen nicht mit, eine Jahreszahl, ich glaube 1856 oder so, gibt es eine Aussage von einem Priester, der schreibt, Malchus, einer der Schergen, Malchus schlug auf das Antlitz Jesu, schlug ihm die Zähne ein, also nach innen, wo sie sitzen. Deshalb sind diese Spitzen so klein, weil sie nach innen gedrückt sind. Und das getrocknete Blut ist dieser etwas unnatürlich ausschauende Rand auf der Lippe. Und er beschreibt auch diese Wange, die geschwollene, wo hingeschlagen wurde. Also das ist ganz toll, aber ich wollte da heute nicht. Aber da gibt es viele Erklärungen. Es gibt auch Visionen von der Anna-Katharina Emmerich. Genau, ja. Aber, ja. Okay. Also ich habe mich ganz bewusst an Fakten gehalten. Genau. Und wie gesagt, wenn Sie sich erinnern an das, was ich erzählt habe von der lieben alten Frau im Dom. Mhm. Jeder hat sein Marienbild, was ihm halt zu Herzen geht. Jeder hat sein Christusbild. Mich zieht eher das Christusbild von Turin an. Das ist eher das Antlitz. Ja, bitte. Eine Frage, gibt es eine Abbildung von Oviedo? Hast du da was mit? Von diesem? Ich habe was mit. Darf man das sehen? Ja. Ist das auch untersucht? Man weiß, dass es dieselbe Blutgruppe ist. Ja, das ist gut untersucht. Es ist aber kein Bild. Kein Bild. Ja, das ist ein blutbeflecktes Tuch, wo man aber genau die Faltung, da gibt es ein sehr schönes kleines Buch von der Gertrud Walli. Ein Taschenbuch, ein ganz kleines. Und da vergleicht sie das Turiner Grabtuch mit dem Bluttuch von Oviedo. Ich kann Ihnen auch das Bild zeigen. Das wird einmal im Jahr den Gläubigen gezeigt. Man kann man mit diesem Ausschalten tun. Das hat nicht so funktioniert. Er hat schon eine göttliche Schönheit. Wissen Sie, was ich meine? Wenn ein Mensch das erleidet, dann hat sie Ich hoffe, ich habe nicht das kann nicht sein. Das hat mich so fasziniert. Wenn man sowas erleidet und so stirbt, dass man nachher so ausschaut, das war göttlich. Es war wirklich, das Gesicht schaut göttlich aus. Und was auch so ist, ich meine, man sieht es immer abgebildet auf den Fotos, aber dort, wenn man hinguckt, sieht man ja gar nichts. Irgendwie ist es so schwach. Und je länger man hinschaut, desto mehr sieht man eigentlich. Und das ist das Faszinierende. Irgendwie spricht einem dann Jesus an. Ja? Man glaubt wirklich, man sieht ihn. Also ich habe es leider doch nicht mit, aber Sie können es googeln. Googeln? Wenn Sie Bluttuch von Oviedo eingeben. Außerdem, es gibt ein sehr gutes Buch von Michael Hesemann. Da ist überhaupt ein Buch, was ich Ihnen allen empfehlen würde. Michael Hesemann, ich glaube, Stumme Zeugen von Golgotha. Das ist ein Buch über alle Passionsreliquien. Das ist sehr, sehr gut. Das gibt es? Also das gibt es, ja. Stumme Zeugen von Golgotha. Er hat sogar schon einen zweiten Teil geschrieben. Ja. Und noch eine Frage. Ja. Das Tuch in Rom, dieses Veronika-Tuch, ist das untersucht worden? Nein. Das ist nur kopiert worden. Das ist, wo Sie die Kopie da haben. Ja. Das wird auch nur einmal im Jahr im Rahmen von weit weg den Gläubigen gezeigt. In diesem dicken Buch haben wir so eine Fotoaufnahme, dass jemand mit einem Teleobjektiv... Ich habe es gesehen im Buch. Man sieht aber vor allem den Rahmen. Es ist sehr, sehr verschwommen, ja. Aber dann sieht man eben nur, dass, also das, es wird nie herausgenommen. Nein. Man weiß auch nicht, aus welchem Material das ist. Nein. Zu der Theorie, dass Marobello Muschelseide ist,
Das ist so entstanden, ich glaube im Jahr 2005 oder 2006 hat Paul Bade, eine Italienerin, damit betraut, die hat das nur angeschaut im Rahmen und hat gesagt, das ist eindeutig Muschelseide. Man hat es aber aus den besagten Gründen noch nie in Fasern untersuchen können. Unterschied zu Turin, da hat man ja Stücke herausgenommen. Weil im Fernsehen war da mal jetzt auch ein Beitrag, weil ich das sah, und da hat es geheißen, man kann auf Muschelseide gar nicht malen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist das Argument, dass es auf wunderbare Weise entstanden sein soll. Was sagt die Katharina Emmerich dazu? Habe ich mich nicht beschäftigt. Es gibt so viele Privatoffenbarungen, die wir alle zum Glauben nicht brauchen. Nein, das stimmt schon. Aber von Ephesus, von den Ausgrabungen ist sehr interessant. Die sind ja bestätigt worden bei ihr. Das hat ja dann sehr viel ausgemacht, dass sie in der Kirche schon relativ anerkannt wurde. Darum wäre es so interessant, nämlich was sie zu Manuel ja, sagt. Sicher. Ja, sicher. Wäre ein anderes Spezialgebiet. Wenn ich noch zwei Leben kriege von dem Gott, dann ich möchte noch auch was hinzufügen, also auch so Zeugnis geben, vor dem Tuch zu stehen. Ich habe das Glück gehabt 2010 und das war am ersten Tag, da war es noch nicht eröffnet und es gab eine Messe mit dem Kardinal dort im Dom von Turin und dann hat uns der Kustos auch wirklich großzügigerweise erlaubt, dass wir dort davor stehen, längere Zeit, wo noch niemand davor, es war erst am nächsten Tag die offizielle Eröffnung. Und ich habe so etwas Ähnliches erlebt wie Sie. Also ich wollte nur auf die Knie fallen. Ich wollte nur auf die Knie fallen und weinen und danken und ich weiß nicht was. Also ich habe dann noch ein Erlebnis gehabt. Wir sind dann, also bei diesem ersten Ausflug mit dem Büro, sind wir dann mit dem Zug wieder zurückgefahren und ich bin total belämmert. Ich habe mir zwei Bilder gekauft. Das eine ist, das in den braunen Rahmen reicht. Und sitze im Zug und uns vis-à-vis ist eine sehr adrette, sehr wache Italienerin gesessen, die mit ihrem Enkel gespielt hat. Und dem Reden nach haben wir gehört, sie ist Ärztin und sie hat uns gefragt, wo wir herkommen und so. Und wir haben ihr erzählt, wir waren jetzt in Turin und so und sie ist immer stiller geworden und hat gesagt, ja, also sie ist nicht gläubig, aber sie war auch dort. Und auf einmal hat sie mit einer fast veränderten Stimme gesagt, das muss ein sehr schöner Mensch gewesen sein. Also es war auch so eine plötzliche persönliche Betroffenheit, ja, die wir ja gar nicht zugetraut haben. So. Es hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Ja. Und die Menschen, die daran forschen, die kommen alle nicht mehr los. Das ist ein Stachel, der bleibt. Wie eingeprägt. Ja. Ja. Und es gibt immer noch was Neues. Und es gibt Ängste, es sind Stücke, nicht in kontrollierten Besitz, also Reste von dieser damaligen Entnahme. Also, dann hat man ja wilde Theorien erfunden, die Radiocarbon-Methode sei gefälscht. Das war unsinnig, die Wissenschaftler haben damals auch versucht, seriös zu arbeiten. Aber das waren eben die Stellen, die verschmutzt waren. Man kann ja nicht aus der Mitte was rausschneiden. Da zerstört man es ja. Ja, ich habe auch viele Filme. Wenn der Kamel einmal einen Tag übers Grab durchmachen will. Das wäre aber schön. Kommen wir alle wieder. Ja. Noch eine Frage. Da kommen wir, ja. Da war es zuerst und dann. Ja, bitte. Ich höre sehr, sehr gut für mein Alter, aber Sie habe ich jetzt nicht verstanden. Die Sie für uns vorbereitet haben, ist da auch so eine Literaturliste dabei? Nein, es sind aber die Zitate brav angegeben. Ja, aber die Literaturliste wäre nicht schön. Nein.
Sie haben mir erzählt, Sie sind ja auch Musikwissenschaftlerin. Hat es nachweislich irgendwie jemanden, einen Komponisten mal inspiriert? Ja, das ist auch in dem Buch drin. Es gibt seit dem Mittelalter gibt's Kompositionen zu Ehren des Heiligen Antlitzes. Ja. Es gibt zum Beispiel von Buxtehude Membra Nostri Jesu Christi zum Beispiel. Für Orgel, oder? Nein, das ist auch für Kammerorchester. Ja, gibt's. Es gibt eine ganze Messe und es gibt in Turin gibt's eine CD mit Werken zu Ehren des Grabtuches, eine ganze Messe. Und ja, da hat es 2006 einen Kongress gegeben, da war ich dann eingeladen. Und war eingeladen zu sprechen über die Musik zum Sabato Santo. Also, wie kann man Stille, die Stille des Kar-Samstags in Musik ausdrücken? Ja, ja. Also da wäre mal ein Vortrag sehr interessant. Das machen Sie nicht. Habe ich schon gemacht und ist schon gedruckt. Und wissen Sie, ich habe die Eigenschaft, dass ich immer das meiste neu mache. Für heute habe ich natürlich für den zweiten Teil Vorarbeiten gehabt, aber die ersten zwei Teile habe ich ganz neu gemacht. Also ich kann nicht mit demselben Vortrag herumreisen. Das geht nicht. Geht nicht. Danke für Ihre Geduld an diesem schönen sonnigen Tag. Vielleicht gibt es noch einen Kaffee zur Stärke. Und wir sind fertig. Vorzeit. Es waren zwar 27 Seiten, aber ich habe mich mit der Zeit ein bisschen verschätzt. Danke.